Das ist Wolfgang Dieing. In seiner Heimatstadt Isny im Allgäu ist er im Einsatz. Die Mission heute? Ein Erster-Hilfe-Kurs für kirchliche Mitarbeiter. Sein medizinisches Wissen gibt der Arzt gerne weiter, ehrenamtlich. Seit 1979 bin ich im Rettungsdienst tätig und Menschenleben retten zu können durch einfachste Maßnahmen, einfach dazu beitragen können, dass dem wieder gut geht und diesen Erfolg sehen, ja, das macht auch Spaß, also mir zumindest. Druckpunkt für eine Herzdruckmassage ist nach den neuesten Erkenntnissen immer die Mitte des Brustkorbs. Mitte des Brustkorbs ist eben ganzer Brustkorb oder unteres Drittel des Brustbeins, wenn Sie das so in der alten Technik sehen. Auch kirchliche Jugendgruppen, zum Beispiel die Ministrantenleiter, macht Wolfgang Dieing fit in Erster Hilfe. Die katholische Gemeinde liegt ihm besonders am Herzen. Ich mache es ganz gerne für die Kirche, einfach weil ich auch hier Mitglied bin in dieser Kirche und weil mir das wichtig ist und weil mir der Kontakt zu unseren Mitarbeitern, auch wiederum als Kirchengemeinderat zu den Mitarbeitern in der Kirche wichtig ist. Diese Schutzfolie weg. Nicht nur im Kirchengemeinderat ist Wolfgang Dieing engagiert, er ist auch politisch aktiv, organisiert medizinische Hilfstransporte nach Rumänien und kümmert sich darum, dass rund um die Uhr ein Notarzt dienstbereit ist. Auch wenn er selber mal nicht im Dienst ist, bei Engpässen ist Wolfgang Dieing auch ehrenamtlich einsatzbereit. Sag mal, wenn ich heute sehe, gut, bei meinen Notärzten ist es nicht so, aber wir haben sicher ärztliche Kollegen, die einfach sagen, hallo, das ist mein 8-Stunden-am-Tag-Job und danach ist aber auch mal gut, da will ich meine Freizeit haben. Da habe ich einen anderen Denkeinsatz. Ja. Da sage ich einfach, okay, wenn ich hier in Isny bin oder wenn ich hier im Landkreis Ravensburg bin, wenn ich sehe, da gibt es irgendwo einen Notfall, dann weiß auch der Disponent meiner Leitstelle, der braucht eigentlich nur anrufen. Wolfgang Dieing teilt sein Wissen und seine Zeit. Für sein außerordentliches Engagement bekommt er die Martinus-Medaille verliehen. Helfen ist für ihn Ehrensache. Denn dafür hat er einen besonderen Antrieb. Ich bin ein Mensch, der glaubt auch an Berufungen, in einfach so Konstellationen, die sich ergeben, wo andere Zufall sagen, wo ich sage, so viel Zufälle gibt es nicht. Ja, man ist eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um eigentlich ja vielleicht auch so ein bisschen Gottes Werkzeug zu sein. Applaus